Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch wieder einen weiteren Teil mitgebracht von dieser spannenden neuen Opening-Reihe. Und zwar die Reise durch die XYZs. Und ich habe euch in diesem Teil die letzten vier Booster der 12XY-Erweiterung mitgebracht. Also die letzten vier von den 12XY-Boostern. Und danach aber haben wir sogar noch einen Teil die Woche darauf mit Sonne-Mond-Boostern. Somit widmen wir uns heute diesen vier Boostern hier. XY Turbo Fieber, das neunte XYZ. XY Schicksalsschmiede, das zehnte XYZ. XY Dampfkessel. Und XY Evolution mit einem Visaflor Artwork. Ich bin echt gespannt, was wir aus diesen Boostern ziehen können. So, da seht ihr sie alle aufgereiht. Angefangen mit Turbofieber natürlich, denn das ist das älteste von diesen vieren. Diese vier Sets, die gibt es auch, glaube ich, noch relativ gut im Handel zu kriegen. Bei denen davor wird es ein bisschen schwieriger, Leute. Also, falls ihr euch noch XY Sets sichern wollt, beziehungsweise Booster davon, haut rein. Denn die EX-Karten haben auch einiges für sich, die GX aber natürlich auch. Ihr entscheidet selbst. Mich würde es auch freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr eher Fan von EX- oder GX-Karten seid. Kommt bestimmt darauf an, wann ihr angefangen habt so mit dem Sammeln. Aber ich bin eigentlich echt von beidem begeistert. Beide haben coole Spielmechaniken, die man individuell und super klasse für sich nutzen kann. Hier haben wir Elezeba, erste Karte in diesem Opening, Kamaup, Shinux, Picolente, Gramoklis, Mebrana, Trank, Muggelbaum, wow, sehr cool, Trombok Turbo, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet jetzt. Sehr schön, und Trombok Normal, sehr krass, cool. Ja, damit habe ich auch mal überlegt, mir ein Deck zu machen. Denn die kann man auch so klasse aufeinanderlegen. Genau, so spielt man die Turbos. Falls ihr neu eingestiegen seid, wisst ihr das vielleicht gar nicht. Es gab diese Turbo-Karten und die spielte man auf die normalen drauf. So quasi wie eine Art Entwicklung. Sehr schön. Hammerpull. Das gefällt mir. Ich lege die beiden mal hin. Glaube ich? Ja. Ich lege die beiden mal hin, denn die gefallen mir sehr gut. Sehr schön. Eine Turbo und eine Stern hier aus diesem Booster. Eine Turbo ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Manche sind echt gut zu spielen. Ich überlege nur, wie ich jetzt das Pack aufmache, denn das Artwork würde ich gerne erhalten. Schwieriger als gedacht. So. Diese Packs hier habe ich auch unter anderem aus Tints. Und so mir noch gesaved, damit ich euch so eine Art Opening präsentieren kann. 1, 2, 3. Das hier ist nun XY Schicksalsschmiede. Auch ein sehr cooles Set. Hier. Am coolsten wäre es, wenn ich ein Glaciola oder so EX ziehen würde daraus. Das könnte ich nochmal ganz gut gebrauchen, glaube ich. Monozyto, Bitora, Riolu, Picochilla, Flurmel, eine Doppel-Farblos-Energie, sehr schön. Kabutos Domfossil, Patrot, Energie, Rückentwicklungsspray ist die Reverse, sehr schön. Was? Simsala EX Secret Rare, Leute. Hammermäßig. Wow, Leute. Simsala EX Secret Rare. Hammermäßig. Mit so einem coolen Lugia und einem Nachtara im Hintergrund. Episch. Atemberaubend. Sehr cool. In einem natürlich boosterfrischen Zustand. Hammermäßig. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Manchmal sieht man das ja auch oben am Rand oder sonstiges. Wenn das irgendwie so ein bisschen funkelt. Diesen ganzen Gold am Rand. Sehr schön. Mit Psi-Kraft und Unterdrückung.
Hammer. Sehr schön. Echt coole, echt krasse, krasser Pull. Ich bin ein bisschen... Puh. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Hammer. Wow. Ja. XY Dampfkessel jedenfalls. Dort drin gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Gardevoir EX, Secret Rare oder Mega Gardevoir, Dual-Typ zu bekommen. Beziehungsweise Shiny. Das ist dann Shiny. Ein Shiny Mega Gardevoir. Oder ein Volcanion EX Dual-Typ zum Beispiel. Ja, ich bin mal gespannt. Eigentlich kann das ja nicht mehr den Pull hier hinten in der Mitte toppen. Das geht ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns dieses Pack hier noch bieten kann. Hier haben wir einen Otaro, Nidoran männlich, Tanpigonon, Menki, Klick, Waschakwill, Schilderus Panzerfossil, Klavion, Pamflam ist die Reverse und Gastrodon die Stern. Gastrodon. Sehr cool, Leute. Das ist völlig egal, was im Dampfkessel-Pack drin war. XY Evolution ist ein etwas besonderes Set, denn hier drin gibt es nur Karten aus den ersten 151 Pokémon in XY Evolution. Es gibt da drin auch ein Mew Holo, glaube ich, falls ich mich recht erinnere. Ja. Und genau. Und die Karten sind alle im Oldschool-Design gemacht, außer natürlich die EX oder die Turbos, denn Turbos gibt es hier drin auch noch. Genau. Sonst wurde das Kartenlayout und Kartendesign sehr angepasst an das erste Set, was rausgekommen ist. In Japan war das nämlich eher so eine Art Special Set oder so. Genau. Wie ihr seht, hier, das hier ist der, ja, dieser Hintergrund im Moment, dieses Layout. Das ist sehr minimalistisch, so wie es früher eben auch war im Original. Hier haben wir Quapsel, Raupi, Dikta, Voltoball, Macholo, Tausch, Turtox Geistesbund, Taubos Geistesbund, sehr viele Trainerkarten. Wow, Mew Reverse Holo, das finde ich sehr schön. Ist auf jeden Fall schon mal eine Stern. Und Starmie, sehr cool. Also das Mew definitiv auch noch ein schöner Pull. Hier. Und wie ihr seht, es sind nur Psycho-Pokémon, die hier total klasse rausgekommen sind. Definitiv Mew Reverse, das Tombok-Stern in Verbindung mit dem Tombok Turbo. Echt cooler Pull. Aber nichts reicht natürlich hier an das Simsala EX Secret Rare dran. Hammermäßig, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und bei dieser Reise durch die XY-Sets. Und ihr schaut auch rein, wie der Sonne-Mond-Teil da irgendwie gerecht werden kann. Diese Sets jedenfalls, diese XY-Sets, werden mir immer gut in Erinnerung bleiben. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an diesen etwas älteren Sets schon. Und besorgt euch schnell noch XY-Packs, bevor es sie einfach nicht mehr zu bekommen gibt. Euer Pokémaniac, bis zum nächsten Mal. Bis dann.